Die Kommandozeile, die Eingabeaufforderung oder die Command Line ist eins meiner wichtigsten Tools in meinem täglichen Business als IT-Service. Heute zeige ich euch die wichtigsten Commands, die ich fast täglich nutze. Der erste Befehl, den ich euch zeigen möchte, ist ipconfig. Was macht dieser Befehl? Vor allem zeigt er mir die IP-Adresse meines Computers und das Standard-Gateway. In meinem Fall ist es die Fritzbox. Wo sehe ich zum Beispiel die MAC-Adresse? Mit einem Pfeil nach oben holt ihr den letzten Befehl wieder her. Also, Pfeil nach oben, ipconfig, Leerzeichen, slash, all. Nun sehen wir mehr. Wir sehen zum einen den Hostname. Wir sehen aber auch unseren DNS-Server. Das ist hier unten. Das ist die IPv6-Adresse des DNS-Servers und die IPv4-Adresse des DNS-Servers. Zudem sehen wir aber auch die MAC-Adresse. Das ist diese physische Adresse. Wenn ich nun aber spezielle Informationen aus diesem Schwall an Informationen rausfiltern möchte, kann ich hier drin auch suchen. Das heißt, wir klicken einmal nach oben, der Befehl kommt wieder, Leerzeichen, gerader Strich, Leerzeichen, find, str für find string. Ich möchte aktuell mal nur meine IPv4-Adresse sehen. Wichtig ist, dass ihr natürlich auch die Groß- und Kleinschreibung beachtet. Nun sehen wir haben zwei IPv4-Adressen, das ist diese hier und diese hier. Warum haben wir zwei? Wir haben zwei Netzwerkadapter. Wir haben einmal den Ethernet-Adapter virtuell, das ist dieses Teil von meinem Hyper-V. Und wir haben einen physischen Netzwerkadapter, das ist dieser hier. Wenn ich mal eine neue IP-Adresse brauche oder generell mein Netzwerkadapter neu starten möchte, gebe ich folgenden Befehl ein. ipconfig release. Das heißt, es würde simulieren, wie als würde ich das Netzwerkkabel abstecken und danach mache ich noch einmal Renew. Ich führe das nun nicht aus, da meine Kamera mit meinem WLAN verbunden ist und wenn ich jetzt diesen Befehl ausführe, verliere ich die Netzwerkverbindung und das Kamerabild ist weg. Wenn man mal DNS-Probleme hat, ist es wichtig zu wissen, was dein Computer eigentlich weiß. Schauen wir uns mal die ganzen DNS-Einträge an. ipconfig slash display DNS. Nun hätten wir alle möglichen Webseiten plus IP-Adressen, die unser Computer kennt. Das Problem ist nun, ich muss hier in diesem Command-Window alles raussuchen. Cool wäre es ja, wenn ich das Ganze auch kopieren könnte. Das geht. Wir wiederholen den Befehl. Wieder einen geraden Strich und Clip. Nun haben wir das Ganze in der Zwischenablage gespeichert. Wir öffnen einen Editor oder ein Notepad eurer Wahl. Einmal rauslöschen und einfach einfügen. Nun haben wir den ganzen Output, welchen wir gerade in unserer Command-Zeile erstellt haben, hier hinterlegt. Das geht natürlich mit jeder Ausgabe. Ich könnte auch hier wieder ipconfig all, gerade Strich und Clip. Hier machen wir eine neue Zeile auf, einfügen und haben nun die Werte, die wir gerade hier angezeigt haben. Wenn ihr nun das Command-Fenster einmal wieder freischaufen wollt, das heißt einfach alles auf 0, einmal CLS und das Ding ist leer. Kommen wir zur MAC-Adresse. Wie zeige ich mir die MAC-Adresse an? Ganz einfach, getMAC/V. Hier sehen wir die MAC-Adresse meines physischen Netzwerkadapters. Gerade bei Laptops gibt es öfters mal ein Problem mit der Batterie und der Energieversorgung. Mit folgendem Befehl könnt ihr euch einen kompletten Batterie-Report ausgeben lassen. powercfg slash battery report. Unter folgendem Pfad könnt ihr nun den Report anschauen. Ihr könnt nun auch ganz einfach diesen Befehl hier rauskopieren, hier unten einfügen, Enter drücken und hier habt ihr euren Battery Report. No batteries are currently installed, das ist klar, ich sitze an einem Desktop-PC. Ein weiterer cooler Befehl ist folgender, ASSOC. Mit diesem Befehl seht ihr ganz genau, welcher Dateityp mit welchem Programm verknüpft ist. Zum Beispiel haben wir hier oben MP4-Files werden mit dem Media Player geöffnet. Ich möchte aber, dass das mit dem VLC-Player geöffnet wird. Wie kann ich das ändern? Ganz einfach, gleicher Befehl. Einmal nach oben drücken, Leerzeichen. Wir möchten .mp4 mit .vlc geöffnet haben. Erledigt. Falls sich euer PC etwas langsam anfühlt, zeige ich euch nun ein paar Befehle, mit denen ihr etwas Abhilfe schaffen könnt. Zum Beispiel mit dem Befehl checkdisk, chkdsk/f, wird nach Fehlern in eurem Dateisystem gesucht. Mit dem Befehl /r wird nach defekten Sektoren gesucht. Das Problem ist nun, wenn ich diesen ausführen möchte, sagt er, natürlich laufen da gerade Prozesse drauf. Das ist korrekt, denn ich bin ja auch online. Das Ganze würde nun aber mit einem Yes beim nächsten Systemneustart durchgeführt werden. Falls euer PC immer noch irgendwelche Probleme macht, gibt es den System File Checker. Das ist sfc scan now.
Mit Scanout werden eure Systemfiles gecheckt. Das heißt, auch die DLL-Files eures Betriebssystems werden einmal überprüft und geschaut, ob es dort Fehler gibt. Wie man nun sieht, ist mein Systemcheck durchgeführt und es wurden auch Fehler gefunden und diese automatisch direkt repariert. Falls SFC-Scanout nicht zum gewünschten Ergebnis geführt hat, gibt es einen weiteren Befehl. Dieser heißt desm/online/cleanup-image/check-health. Dieser Befehl checkt euer Image, euer Windows-Image, ob dieses fehlerhaft ist. Wie man hier sieht, es wurden keine Komponentenspeicherbeschädigungen erkannt. Falls hier Fehler erkannt wurden, kann man diesen Befehl wiederholen und anstatt Check Health, Restore Health eingeben. Wir müssen das nicht durchführen, denn unser PC ist in Ordnung. Falls ihr mal das Problem hattet, dass ihr ein Programm, ein Task oder einen Prozess schließen wollt, dieser aber sich nicht schließen lassen wollte, genauso wenig über den Task Manager, zeige ich euch nun, wie ihr diesen beenden könnt. Als erstes lassen wir uns alle Tasks, die aktuell laufen, anzeigen. Das geht ganz einfach mit Task List. Nun bekommt ihr eine Liste mit allen Anwendungen, die aktuell laufen. Wenn ihr nun einen Task schließen möchtet, gebt ihr folgendes ein. Task kill /F/PID und dann diese Nummer, welche hier in der zweiten Spalte steht. Testen wir das Ganze mit Outlook. Outlook hatte diese Task-ID 25700. Wir sehen, aktuell ist Outlook geöffnet. Wir führen das Ganze aus und Outlook ist geschlossen. Erfolgreich, der Prozess mit PID Nummer 25700 wurde beendet. Ein weiterer Befehl, den ich eigentlich täglich benutze, ist der Ping-Befehl. Mit Ping und gefolgt von einer IP-Adresse kann ich prüfen, ob das Endgerät von meiner Seite aus erreichbar ist. Gehen wir zum Beispiel mal auf ping.8.8.8.8. Nun wird der Ping ausgeführt. Wir erhalten eine Antwort 1, 2, 3, 4. Wir sehen, 4 Pakete wurden gesendet, 4 empfangen, 0 verloren, das heißt 0% Verlust. Perfekt. Wenn ich nun aber spezielle Funktionen an einem Endgerät testen möchte, zum Beispiel weiß ich nicht, welches Netzwerkkabel zu dem Endgerät führt, kann ich auch einen Dauerping senden. Zum Beispiel ping.8.8.8 mit gefolgt von -t wird ein Dauerping senden, der so lang funktioniert, bis ich aufhöre. Wie breche ich nun diesen Befehl ab? Ganz einfach mit strg und c. Somit ist dieser Befehl abgebrochen. Zu guter Letzt noch ein Befehl, den sicherlich jeder von euch schon mal gesehen hat. Und zwar Shutdown. Wenn ich jedoch shutdown /r/fw/f/t und 0 eingebe und jetzt Enter drücken würde, würde sich mein PC direkt neu starten und im BIOS landen. Das heißt, ich muss nicht mehr irgendwelche komischen Tasten spammen, wo ich nicht genau weiß, welches diese ist und lande direkt im BIOS. Das waren meine häufigsten Befehle der Kommandozeile. Ich nutze auch noch andere Befehle, vielleicht mache ich mal noch ein erweitertes Video, aber aktuell sind es diese Befehle, die ich fast täglich nutze. Gerade in der Fehlersuche, im Troubleshooting, braucht man diese nicht zu selten. In Zukunft möchte ich weitere Videos über aktuelle Kunden oder Bauprojekte machen. Falls euch das interessiert, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer über ein Abo und ein Like und bedanke mich fürs Zuschauen.